Hi Leute, Jerry mit einer weiteren Folge von Pascal's Wager, einem unglaublich leisen Spiel gerade. Und ich habe mich jetzt mal auf der Brücke umgeguckt, wo wir das letzte Mal waren. Also hier drüben hatten wir den Bossfight in Anführungszeichen bei Benita. Benita! Und hier ist das Ding mit dem riesigen leuchtenden Schädel, der durchbohrt wurde. Hier ist der Dude, der an die Wand getackert wurde. Jetzt ist nur die Frage, was ist hier hinten? Ist hier hinten der Boss? Ist hier noch irgendwas anderes zu holen? Kann ich hier überhaupt schon lang? Muss ich hier lang? Muss ich irgendwo anders hin? Kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Ich muss also irgendwie anders da hochkommen. Okay, das ist also eher ein Shortcut dann zurück. Ist ganz spannend, weil wir haben dazwischendurch ja auch noch einen Shortcut übersehen, den man wahrscheinlich hätte vom Baum. Ja, vom Baum hätte man den aufmachen können. Hier ist ein Altar! Den habe ich gar nicht gesehen. Okay, ich gehe mal ganz kurz darüber zu dem Baum und versuche mal den Shortcut irgendwie aufzumachen, weil ich ja hoffe, dass da irgendwo vielleicht ein Stückchen Lore rumliegt. Oh, ich habe hier eine Truhe gefunden. Das ist nicht, was ich gesucht habe, aber die hatten wir von der anderen Seite des Flusses schon gesehen. Und hier drin ist. Sind zwei Skillpunkte. Jetzt müssten wir eigentlich zum Shortcut kommen, wenn ich das richtig sehe. Ist hier noch irgendwas zum Looten? Aha! Ah, ein Frosch. Verstand? Jawohl, der will verstanden, der will meine Sanity. Ich finde die irgendwie cute, ne? Ich weiß nicht warum, aber die erinnern mich auch ein bisschen an Final Fantasy. Ich muss an Moogle oder Mogris denken. Auch wenn die keinerlei Ähnlichkeit miteinander haben, aber irgendwie muss ich dran denken. Ich weiß auch nicht warum. Hey, mein Loot. Hey, ein Dominator-Kristall. Hey, da wird sich aber Viola freuen. Ach du Kacke! Mach den Shortcut auf! Das letzte Tagebuch. Gut, sehr gut, sehr gut. Iframes. Dodgen, dodgen. Nice. Laden, 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 laden. Oh mein Gott, der hat mich absolut outplayed. Oh shit. Der weiß, der weiß. Bing. Okay, ziemlich gut Damage. Okay. Das, das. Bang. Zack. Und nochmal. Boom. Müsste jetzt eigentlich reichen. Bleed. 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 Bleed? Okay, dann schieße ich dich halt. Ich dachte, der Bleed macht genug Schaden. Naja. Ey, wir haben überlebt. Ich glaube nicht. Zack. Sesam, öffne dich. Einsammeln. Zerbrochene Tafel. Okay, keine Ahnung, wofür ich die brauche. Wir haben auf jeden Fall Lore gefunden. Und die Lore findet sich hier. Der Gigant von Exilium ist dem Untergang geweiht und die Finsternis wird uns früher oder später verschlingen. Merkwürdig ist nur, dass das Licht des Giganten nicht erloschen ist. Doch niemand wagt es, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen. Also ist der Gigant. Also ist der Gigant tot? Aber das Licht leuchtet noch immer, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Weiß ich nicht. Hallo, mein kleiner stacheliger Freund. Und bitte verende. Nice. So, jetzt erstmal noch die Muni nachladen. Klonk, klonk. Hier noch einen kleinen Knochensporn bzw. zwei bekommen. Sehr schön, sehr schön. Du kannst nix! Ratatatatatatatat! Awesome, ich finde das geil, dass ich das machen kann. Dann kann ich so nervige Gegner manchmal einfach wegsnipen. Finde ich sehr, sehr sweet. Okay, wir sind jetzt wieder beim Altar. Dann kann ich da eigentlich auf jeden Fall mal ganz kurz heilen und mal noch gucken, ob wir irgendwas craften können. Und eigentlich vielleicht noch skillen. Welken. Angriff 19, Angriff gegen Monster plus 5%. Das Leben ist wie Eisen. Gespickt mit 1000 Narben, wenn es rostig wird. Das Leben ist wie Holz, verletzlich und zerbrechlich, wenn es verlassen wird. Von der Blüte bis zum Verblassen, vom Tagesbeginn bis zum Anbruch der Nacht. Das klingt ja ultra edge. Crit-Schaden, Angriff plus 30. Ich meine, das ist auf jeden Fall machbar. Machen wir mal. Ja, machen wir mal. Komm. Weißt du gar nicht, was ich da auf dem anderen Slot habe, aber was ist der Giftfang? Giftwiderstand. Du weißt nicht, wie du ihn halten sollst und deine Gegner wissen nicht, wie man ihm widerstehen kann. Die Macht der Kirche. Gesundheit und Schattenwiderstand. Stärker als so mancher Schild. Du fühlst dich von Macht erfüllt. Eindrucksvoll wie ein Gebirge in Solas. Ausdauer und Arkanwiderstand. Das Wasser des Sees ist kristallklar. Doch das menschliche Antlitz kann sich darin spiegeln. Stattdessen reflektiert es die qualvollen Gelüste, die tief im Herzen verborgen liegen. Das Feuer im Innern wird angefacht von einem brennenden Verlangen. Ich weiß nicht, was ich herstellen will.
Also so ein paar Flat-HP sind ja jetzt erstmal nicht schlecht, ne? Vielleicht können wir davon ja auch irgendwas nochmal wiederverwerten. Vielleicht neu schmieden. Was ist denn, wenn ich hier Vaterliebe reinschmeiße? Ah, kann ich Verstand mit dazu kloppen? Ah, da wird der Crit-Schaden aber gestrichen. Das will ich nicht. Was ist das hier? Wird auch der Crit-Schaden gestrichen. Okay, dann vielleicht, wenn ich hier lieber das hier reinmache und dann den Verstand. Angriff entstehen muss, wird es dann reduzieren. Ein paar einfache Ohrenschützer von Benita. Wenn du sie trägst, hörst du nichts als deinen Herzschlag. Nä. Dann machen wir lieber das da hoch. Mit Crit-Schaden und Crit-Rate. Und jetzt ist noch irgendwas anderes drauf. Wahrscheinlich Verstand. Angriff gegen Monster plus 6%. Holy shit, das ist richtig gut. Jeez, Louise. Upgraden kann ich aber auch noch nichts, ne? Schwarzwassertrümmer? Ne. Nope. Hab ich nicht. Das hab ich nicht. Was kann ich noch neu schmieden? Wir haben doch jetzt hier noch was bekommen. Vielleicht hier mal was. Abwehr plus 7, Crit-Rate plus 2%. Ja, guck mal. Vielleicht dann doch die Welken hier mit rein. Die habe ich jetzt gemacht. Die brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Crit-Schaden plus 2%. Hä, ist jetzt nicht so geil. Kann ich da noch reinschmeißen? Na, was ist damit? 18 Crit-Schaden weg ist okay für mich. Angriff plus 8 ist jetzt auch nicht unbedingt super bombastisch. Abwehr plus 7. Was kann ich da reinschmieden? Da sind HP drauf. Ich hätte gerne noch ein paar mehr HP. Streitaxt des Ritters. Crit Schaden. Griff gegen Monster. Meh. Die Seelenfressende. Oder hier Attack. Machen wir das drauf. Arcana Widerstande. Das sagt ja. Machen wir das da drauf. Abwehr plus 10. Das ist okay. Das ist okayisch. Hier ist 20 Ausdauer drauf. Kann ich da noch was reinschmieden? Ach, nur das, was ich gerade gemacht habe. Naja, wir haben auf jeden Fall jetzt Upgrades bekommen. Halt, ich kann auch noch die Knochensplitter mit ausgeben. Und die großen Knochen. Mensch, wir haben richtig viele. Ich bin vorhin schon wieder zwischendurch mal verreckt, weil ich mal kurz testen wollte, ob ich noch spielen kann. Die Antwort war nein. Bin sofort am ersten Gegner verreckt. Geschick. Jawohl, das ist das, was ich möchte. Du kriegst Stärke, das ist es, was ich bei dir möchte. 182 Angriff. Sie hat ein bisschen weniger, aber dafür hat sie halt 4% mehr Crit und macht mehr Crit-Schaden. Ach stimmt, leveln können wir ja auch noch. Wir haben ja wieder ein paar Immundus-Splitter bekommen. Okay, das ist, glaube ich, best in Slot hier alles. Blutverschmierte Schere. Ja, wir haben nichts Besseres. Aber wir können den Erzpanzer abziehen und dafür Gesundheit und Abwehr mit drauf tun. Crit-Rate lassen wir mal so. Dann sind wir jetzt eigentlich erstmal ein bisschen stärker als vorher. Und können jetzt hier noch skillen. So, und ich würde gerne bei ihr weiter skillen, denn ich finde sie ehrlich gesagt einfach cooler als ihn. So vom Gameplay her. Was haben wir hier? Den Schaden von harter Schuss. Harter Schuss ist das zweimal Schießen, okay. Vielleicht nicht so bad, machen wir mal. Der harte Schuss stößt Gegner nach hinten und zu Boden. Holy shit, das ist exakt, was ich brauche. Dafür brauche ich jetzt einen Immundus-Kristall, um das nochmal abzugraden. Leichte Kombo reduziert die Unverwüstlichkeit. Okay, was ist das? Reduziert die Vorbereitungszeit für Schnellfeuer. Immundus-Diamant kann ich nicht. Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Gegenangriff, meh. Schaden von Hinrichtung. Chance von 20% beim Töten eines Gegners, zwei Spezialgeschosse zu erhalten. Stimmt, darauf hatten wir uns vorbereitet. Bam! Mehr Munition heißt, wir können mehr schießen. Heißt, ich muss nicht so oft nah ran. Erhöht beim Angriff auf blutende Ziele die kritischen Schlagrate um 20%. Das ist auch super gut, weil wir einfach einmal mit dem blutenden Ding draufschießen können. Dann blutet der Gegner ja und dann können wir einfach weiter schießen und machen Ultra-Damage. So, ich habe jetzt noch vier von den Babysplittern für Babys, mit denen ich scheinbar nichts machen kann. Vielleicht kann ich ja bei Terrence irgendwas skillen. Das sieht aber. Da doch ein, was kann ich skillen, da drüben. Einmal nach links scrollen. Mit dem maximalen Verstand. Ich meine, ist besser als nix, I guess. Ich hoffe, man kann die irgendwann upgraden zu höheren Level-Up-Materials. Das würde mich freuen, aber ich. Sehen wir dann. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Charaktere. So, mit dir haben wir schon geredet. Wir gehen jetzt. Ich glaube, jetzt erstmal hier auf den Friedhof. Wait, what? Ich hab's in der falschen Reihenfolge getriggert, glaube ich. Holy shit!
Ich habe das definitiv in der falschen Reihenfolge getriggert. Wir hätten eigentlich von hier kommen sollen. Moment, nichts. Das ist funny. Upsi. Konnte ja keiner ahnen. So, den Typen da oben. Den schieße ich jetzt erstmal da runter. Wenn ich ihn anvisieren. Warte, ich kann doch. Ups, das war das falsche. Ah! Jesus fucking fuck. Jeez. Luis. Oh Gott, no. Ah, weil ich die Sachen aufgehoben habe. Ich greedy bastard. Item kann nicht aufgenommen werden. Stich ihn ab. Schlag ihn. Gut. Meine Güte. Na gut, ich demonstriere jetzt trotzdem noch, was ich machen wollte. Also wir wären von hier gekommen, wären dann über den Friedhof geschlichen und wären dann erst in die Sequenz reingerannt, bevor wir in die Kirche gekommen wären. Beziehungsweise wir wären da vor verschlossener Tür gestanden. Ist hier viel los an Gegnern. Okay, der wehrt sich gar nicht. Auch gut. Ah! Ah, Poison. Oh! Der hat gequicks. Der hat genoscoped. Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott. Ich könnte sterben. Ich könnte definitiv draufgehen. Bitte lass mich in Ruhe. Gut. Okay, ich bin bereit. Ready to fight. Oh, das ist ja mies. Pup. Ha. Was? Krasse Range, Alter. Ich hab gestaggert. Ah. Nein. Dodge weiter. Schnell. Potte. Oh mein Gott. Ich hab seine Guard gebrochen. Nice. Ich hab sein Herz gebrochen. Ich sollte doch der Einzige sein, der ihn liebt. Okay, da geht's nur in den Tod. Hier ist nichts weiter. Hier liegt wahrscheinlich ein Knochen, genau. Das sind. Sind das Skelette? Ich glaube, das sollen Skelette sein. Dadurch, dass es so Mobile Game Grafik hat, sieht man das manchmal nicht so gut. Stich, Stich, Stich. Knochensplitter, Gesundheitstrank. Abgebrochener Zahn. Kann ich damit irgendwas machen? Das sieht so wichtig aus. Ach, ich kann es lesen. Reden. Mors certa hora incerta. Ist das Latein? Kann das jemand übersetzen? Ich hatte nie Latein. Help! Hm. Keine Ahnung. Ich wünschte, ich könnte Latein. Ich wäre definitiv ein Kind gewesen, das statt Französisch oder Spanisch, also eine Sprache, die sinnvoll wäre, Latein gewählt hätte. Ja, ich glaube, so wäre ich gewesen. Gut, nochmal heilen, nochmal alle wiederbeleben, nochmal auf die Viola wechseln und dann können wir jetzt eigentlich hier weiter Richtung Bossfight wackeln. Also ich meine, da muss ja irgendwo ein Bossfight sein. So Tendenz in die Richtung, in der Nähe von dem Teil da hinten. Es hat tatsächlich Gliedmaßen. Es ist echt weird. Oh, hallo. Hab gehört, ihr kriegt mehr Damage, wenn ihr blutet. Woo! Ich würde gerne auf den anderen fokussieren. Nice. Bam! Get owned! Wow! Gedodged! Double owned! So, du blutest. Ich weiß nicht, woran man Crits auch erkennt, ne? Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Du? Ja, du willst auf die Schnauze. Hab ich mir schon gedacht! Oh, ich hab gar nicht genug Punkte dafür. Dodgen, dodgen! Oh, shit, 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 shit! Da ist noch einer! Oh mein Gott! Bring den um, bring den um! Kann ich hier runter? Kann ich hier runter? Ja! Bang! Ich muss erstmal hier wieder nach hinten laufen, sodass ich nicht ins Wasser gehe. Jetzt kommt der zu mir gelaufen. Kann ich? Achso, ich kann nicht schießen, weil ich. Ah, Moment. Nicht zielen, weil ich keine 100 Rage habe. Deswegen kann ich nicht zielen. Gut. Wo ist er? Da. Laden, 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 laden. Schießen, 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 schießen. Das war guter Damage. Ja, ja. Und jetzt. Putz. Okay, nice. Läuft ja wie am Schnürsche. Da links ist auch noch ein Dude. Aber wir wollen jetzt erstmal hier auf der Insel umgucken, weil nach links müssen wir auf jeden Fall, weil wir wollen ja in die Richtung von dem. Von dem Giganten. So, wir haben nicht mehr so viel Munition. Das heißt, ich baller den jetzt einmal an. Wechsel auf die Shotgun. Lade die auf.
Und der blockt alles. Awesome. Genau wie ich es geplant hatte. Das ist gar nicht Shotgun. Oder? Ach doch, die Spezialmunition ist nur... Auch nicht! Oh mein Gott, das war knapp. Oh! Niedergeschlagen! Get owned! Do it again! Do it again! It didn't work. It did not twerk! Oh, die Range-Attacks sind so geil. Normalerweise bin ich ja gar nicht so der Fernkampf-Liebhaber. Ich bin normalerweise entweder Mage oder Close and Personal. Streitaxt des Ritters hatten wir, glaube ich, auch schon. Aber ich muss sagen, jetzt hier mit der Knarre zwischen den Moves, also zwischen den Kombos, das ist schon echt geil gemacht. Hat ein bisschen was von Devil May Cry. Also zumindest so, wie ich mir Devil May Cry vorstelle. Ich habe Devil May Cry das letzte Devil May Cry, das ich gespielt habe, da war Devil May Cry 3 aktuell. Und das war PlayStation 2-Ära. Also ihr könnt euch ja vorstellen, dass ich eventuell ein bisschen raus bin, was sowas angeht. Hoppada! Nice, nice. Nachladen. Da hinten läuft schon wieder einer. Well, bitte nicht ins Wasser klippen. Oh, Jesus! Ist da gerade was vorbeigeflogen? Oder bin ich am Trippen? Ne, da fliegen Pfeile an mir vorbei. Ganz definitiv. Bin gestört! Das heißt, ich muss jetzt noch mehr aufpassen, dass ich nicht komplett wahnsinnig werde. Au! Reingedutscht. Awesome. Ah! Oh oh. Wechsel den Charakter. Ach, kann ich nicht. Huh! Macht er nicht. Hat er nicht drauf. Ja, ich wusste es. Charakter wechseln, sonst ist Viola gleich tot. Lassen wir die einfach als Backup draußen. Oder hinten, besser gesagt. Bin froh, dass ich mich jetzt doch zu sehr anstelle. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einfach ins Wasser laufe. Oh! Meine Fresse. Mein Herz, Oh! Der ist gedutscht! Oh mein Gott, stop! Stop! Stop it, Ron! Aber rüber komme ich trotzdem nicht. Ich muss da außen rum irgendwie kommen. Wir latschen jetzt trotzdem erstmal in die Richtung. Und da sehe ich doch schon wieder Sachen, die ich gar nicht sehen will eigentlich, ne? Verreck! Hier, schlag mich. Okay, jetzt kann ich kontern. Heavy Attack. Zack. Gute Kombo. Warten. Stamina. Zack, zack, zack. Okay, mit Terrence sind die gar nicht so schwer. Da muss man einfach nur ein bisschen blocken und klarkommen. Das geht mit Viola natürlich nicht. Die kann nicht blocken. Ich glaube, mit Terrence und Viola haben wir ein gutes Team. Ich glaube, die passen am besten partytechnisch zusammen. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu bad, um mit Norwood zu spielen. Das kann natürlich auch sein. Das sieht nach Kutschengebiet aus. Könnte mich natürlich irren. Und gleich von irgendwas von oben attackiert werden. Nee, hier ist die Glocke. Das heißt, hier könnten wir zurückgehen. Glocke läuten. Klar. Zurück zur Kutsche? Nee. Ich will nur den Waypoint aktivieren. Ich glaube, der ist jetzt trotzdem aktiviert, auch wenn ich die nicht anklicke, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. War mir gerade nicht mehr sicher, ob ich das bei den anderen Leveln gemacht habe. Oh, guck mal, da liegt noch was. Da liegt noch was Glänzendes, ne? Gib mir das. Immundus-Splitter. Naja. The fuck is you? Ach, du bist so ein... Oh, nein. So ein Boss, quote unquote. Wie das, was wir mit Benita geballert haben. Dachte, Damage wird reichen. Hab mich verschätzt. Ich schätze das sehr. Ich verschätze das sehr. Okay, ist sonst kein Weg. Das heißt, wir gehen einfach nach oben. Ich port jetzt einfach mal. Um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ich bin mir sicher, wir finden gleich einen Altar. Weil das riecht jetzt ehrlich gesagt alles schon sehr nach Bossfight. Weil sie sind halt auch echt sehr nah mittlerweile. So nah waren wir dem Ding noch nie. Und ist das jetzt eigentlich der Kolossus? Der Gigant? Der Riese? Muss ja so sein eigentlich. Und ist der Riese... Oh, guten Tag. Oh! Ist der Riese auch quasi die Sonne in der Welt? Oder wie darf ich das alles verstehen? Ausweichen, ausweichen. Und... Damn! Jesus Christ, der Damage. Awesome. Gott, schlafen, ne?
Reife Spore. Reife Sporen ab 40. Oh shit! Nein! Oh Gott! Okay. Jetzt. Und weg. Da warte ich jetzt noch eine Rotation ab. Bin so darauf konzentriert gewesen, dass ich gar nicht gesehen habe. Also aufs Ausweichen konzentriert, dass ich gar nicht gesehen habe, was ich genommen habe. Naja. Irgendwas Gutes wird schon gewesen sein. Ich habe gesehen, das letzte war jetzt ein Splitter. Ein Immundus, meine ich, ein Skillpunkt. Hier ist ein Shortcut, definitiv. Den werden wir als erstes nehmen. Der führt uns wahrscheinlich zu der Tür, die versperrt war. Dann kommen wir vielleicht auch zu der Truhe, die da hinten im Wasser war. Alles ergibt Sinn. Erstmal was trinken darauf. Köstlich. So. Ich höre Sachen. Ich höre Sachen. Ach, das ist so ein Frosch, den ich immer knurren höre. Ach so. Da muss ich aber von oben auf den drauffallen, ne? Wie soll ich denn das machen? Muss ich aus dem Fahrstuhl springen? Ich bin nicht aufgepasst, was ich gesammelt habe. Shortcut ist jetzt erstmal offen, das heißt, wir sind safe. Jetzt kann ich überlegen, wie ich an den Frosch rankomme. Könnte tatsächlich sein, dass es aus dem Fahrstuhl rausspringen ist. Weil die Seite ist ja offen hier. Was, wenn ich jetzt einfach hier rüberlaufe? Aha! Und dann geht's auch zur Truhe. Das heißt, wir holen jetzt erstmal die Truhe und gehen... Ach nee, dann... Nee, wir holen uns erst den Frosch. Weil bei der Truhe müssen wir dann auch wahrscheinlich wieder... irgendwie anders lang. Wer ist denn mit Knochensplittern? Ja. Ja, das freut den kleinen Dicken. Das freut den kleinen Dicken, ja, ne? Wir hatten auch irgendeinen Frosch verkackt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Das war, glaube ich, der oben bei dem... bei der Kirche? Ich glaube, es war der bei der Kirche. Müsste ich nochmal nachschauen gehen. Dass wir auch möglichst alle Dominator-Kristalle kriegen. Auch wenn ich nicht weiß, wofür die genau sind. Also, ob die uns irgendwas... irgendeinen großen Vorteil bringen. Ist die Frage. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Greift mich jetzt hier... Ah, verlorenes Tal. Okay. Aber dann komme ich ja trotzdem nicht zur Truhe. Hä? Wie komme ich dann zur Truhe? Komme ich da jetzt noch hin? Also wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich dann zu der Truhe im Wasser? Jetzt macht mich das natürlich ein wenig neugierig. Ach du Kacke, hier sind einfach so viele starke Mannen. Hier steht nichts, was mich backstabben will. Warum tanzen die um den Stein? Warum sieht das hier alles so fucked aus? Warum bin ich in einer Höhle? Warum bin ich? Habe ich jetzt beide gezogen? Ja, habe ich. Das ist schlecht. Aufladen, aufladen, aufladen. Bam! Heavy Attack. Heavy Attack. Mord. Einer down. Bleibt noch einer. Rüstung des Ritters. Zack, zack, zack. Ausweichen. Heavy Attack. Ne, die laufen mir nicht so weit hinterher. Das ist ganz interessant. Macht der da. Hat er seinen Arm zwischendurch verloren? Was für ein Idiot. Oh, ein Zettel. Antikes Relikt. Rostige Rüstung, Gesundheitstrank. Das alte Tagebuch. Ich dachte, wir hatten das letzte Tagebuch. Das alte Tagebuch der Frau eines Soldaten. Am Tag, als der purpurrote Meteor vom Himmel herabschoss und den Giganten niederschlug, verschwanden mein Mann und mein Sohn beim Dienst im Militärhafen. Seit damals habe ich sie nie wieder gesehen. Ich hatte sie noch davor gewarnt, an der Hinrichtung auf der rothaarigen Hexe teilzunehmen, doch sie wollten nicht auf mich hören. Okay, das sind also die zwei Soldaten gewesen, die wir in der Sequenz gesehen haben. Als die Hexe, also unsere Ex, hingerichtet werden sollte. Aber das ist ja nicht passiert, weil sich Benita... Ich glaube, Benita hat ein Opfer gegeben, also ihre Augen, um sie, die Hexe, vor ihrem Tod zu bewahren. Was natürlich auch ein interessantes Rechtssystem ist, wenn man so drüber nachdenkt. Aber, na gut, hier ist noch eine Glocke. Nein, ich möchte nicht in die Kutsche, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Ob ich dann alles nochmal machen muss hier im Gebiet. Aber das scheint ja nicht der richtige Weg zu sein, nee. Dann habe ich ja irgendwo einen Weg übersehen. Aber wo soll ich denn dann noch lang? Was war ja bis jetzt? Ach so, natürlich. Ach, ich Idiot. Da war ja eine Leiter oben.
Ja, wir gehen mal an die Speicher. An den Speicheraltar. Aber da muss ja. Da muss ja ein Altar oben sein, oder? Naja, ich gehe auf jeden Fall mal nach oben. Und ich hatte recht, hier ist ein Altar. Also ich bin jetzt zu den Fahrstuhl und die Treppe rauf, Leiter rauf. Da ist noch ein Frosch. Hier ist ein Altar. Das trifft sich alles wunderbar. Und da ich jetzt leider heute nicht so viel Zeit habe, muss ich jetzt auch sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das nächste Mal gehen wir dann hier weiter zum Koloss und machen dann da wahrscheinlich unseren Bossfight. Versuchen noch die Truhe rauszufinden, wie man da rankommt. Und dann sehen wir uns da auf jeden Fall wieder. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Ciao.